Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, aber jetzt machen wir mal zuerst das Intro. Bei mir und wir dachten uns, wir machen ein Fragen- und ein Antworten-Video. Das heißt, die Sita stellt mir die Fragen, die ihr mir gestellt habt und misst sie vor und ich beantworte sie. Und dass es nicht so langweilig ist, sind wir in den Wald gegangen bzw. in den Bach und wir werden immer wieder mal den Standort wechseln und ich hoffe, ihr versteht uns gut wegen der Umgebung. Als erstes, bevor wir mit den Fragen beginnen, grüße ich aber noch die Snoopy 1 und 3, weil die gegrüßt werden wollte. Liebe Grüße an dich und wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Okay, die erste Frage ist von Alina Hansbauer. Und zwar fragt sie, wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt und werde im Dezember 17 und das habe ich sogar schon mal, glaube ich, beantwortet irgendwo. Dann fragt sie noch, was war dein erstes Haustier? Mein erstes Haustier waren tatsächlich Kaninchen, nicht die Kaninchen, die ich schon habe. Meine, die beiden Kaninchen sind leider schon tot. Es ist auch schon ziemlich lange her, als sie gestorben sind. Ja, das waren Charles und Camilla. Ich blende euch jetzt hier noch ein Bild ein. Wie viele Quadratmeter hat dein Gehege? Mein Stall, wo sie in der Nacht drin sind, hat um die 10 Quadratmeter. Ich glaube, ein bisschen weniger, zwischen 8 und 10 Quadratmeter. Und der Freilauf, den haben wir jetzt nochmal vergrößert und der hat 250 Quadratmeter im Moment. Lieber Riesenkaninchen oder Zwergkaninchen? Ich mag eigentlich alle Kaninchen. Wenn ich jetzt noch ein Kaninchen dazu holen würde von irgendeiner Rasse, und die Rasse dürfte ich mir aussuchen, ich glaube, ich würde ein Angora-Kaninchen dazu holen, also ein Langhaar-Kaninchen. Die finde ich richtig süß. Und ansonsten finde ich auch noch so Schecken schön, also verschiedene Schecken. Oder Rex-Kaninchen sind auch richtig süß. Und die letzte Frage von ihr ist, würdest du gerne wieder einen Hahn haben? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, wenn ich einmal erwachsen bin oder so, wenn wir wohnen, wo ein Hahn erlaubt, dann bekomme ich auf jeden Fall einen Hahn wieder. Okay, Babnieschen hat auf Instagram die Frage gestellt, hast du ein Zehentier? Also ich habe jetzt kein Kaninchen von den beiden, welches ich lieber habe. Es ist schon so, dass die Jackie mehr gestreichelt werden will als die Mimi. Aber ich habe eigentlich beide gleich lieb. Und von den Hühnern auch das gleiche. Also ich habe da auch beide gleich lieb. Und die von den Hühnern, die sind eigentlich beide genau gleich zutraulich. Genau. Die Alina Hansbauer hat noch mehr Fragen gestellt. Und zwar beschreibe alle deine Tiere mit 3 Worten. Also die Jackie würde ich beschreiben mit neugierig, aufgeregt und aktiv. Die Mimi würde ich mit beschreiben mit ein bisschen verfressen, lieb und ein bisschen faul. Und die Lilly würde ich beschreiben mit sehr anhänglich, springt immer sehr gerne auf mir drauf, also springlustig, keine Ahnung. Und sehr lieb. Und die Lilly, die Fee würde ich beschreiben mit verfressen, aktiv und zutraulich. Was sind deiner Meinung nach No-Gos bei den Kaninchen und Hühnern? Also bei den Kaninchen würde ich sagen, sie auf zu wenig Platz halten. Und Pellets finde ich ist auch ein No-Go bei den Kaninchen. Und man darf natürlich die Kaninchen nicht alleine halten. Also bei den Hühnern ist eigentlich das gleiche, also auch zu wenig Platz, dass man sie alleine hält. Und ich finde es auch eigentlich bei den Hühnern wichtig, dass man gut ausmistet, weil die haben halt sehr viele Bakterien im Kot. Love Animals sagt tolles Intro und fragt, hast du eine Landschildkröte oder ist das einfach nur ein Bild? Ich glaube, sie meint wegen dem Intro, weil da sieht man mich immer, wo ich eine Schildkröte quasi küsse. Also ich berühre sie nicht, aber... und nein, also es ist schon eine echte Schildkröte, aber wir waren bei einem Bauernhof, die Sita und ich, und dort gab es eben auch Schildkröten und da haben wir jetzt ein paar Bilder mit ihnen gemacht. Schaut, was wir gerade entdeckt haben. Wir haben uns jetzt entschlossen, die Location, die nächste, nicht so weit weg zu wählen, weil wir halt diese süße Ente entdeckt haben. Und wir dachten, wir machen jetzt das mit Blick auf die Ente. Die nächsten Fragen sind jetzt von der lieben Sita, weil wir jetzt nicht mehr so viele Fragen gefunden haben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Und ich merke gerade, dass die Ente wegspaziert von uns. Wir gehen hier, glaube ich, hinterher. Madame Ente? Mann, wir wollten jetzt die ganze Zeit die Ente filmen, aber die schwimmt ständig weg von uns. Am Anfang hat es funktioniert, jetzt doch nicht mehr. Naja,
dann suchen wir uns wohl eine andere Location, die vielleicht für euch ein bisschen interessanter ist. Da haben wir gerade ein Reh gesehen. Zwei Rehe sogar. Doch, man sieht sie ein bisschen. Man sieht sie. Da sind sie. Zwei Rehe. Sind vorher da über diese Straße da gelaufen. Die waren so ein perfekter Hintergrund. Wir sind gerade auf der Hintergrundsuche. Wir suchen schon seit Ewigkeiten. Wir finden es einfach nicht. Das ist so nervig. Wir haben jetzt nochmal den Standort gewechselt. Und wir finden eigentlich diese Perspektive ganz schön. Und ja, jetzt kommen ein paar Fragen, die Sita und ich mir überlegt haben, weil es gab nicht immer so viele Fragen. Und ja, die stellen wir. Ich glaube, die Fragen sind ganz interessant. Und ja, die stellen wir jetzt. Okay, die erste Frage ist, was ist dein Sternzeichen? Was hast du für ein Sternzeichen und wann hast du geboren? Also, ich bin geboren am 11.12.2004 und mein Sternzeichen ist Schütze. Und wann habt ihr so Geburtstag? Schreibt es gerne in die Kommentare. Welches Tier würdest du gerne in der Zukunft haben? Also ich würde gerne in näherer Zukunft, würden wir uns gerne noch Wachteln dazu holen. Das haben wir uns auch schon überlegt. Und so, wenn ich erwachsen bin, hätte ich auf jeden Fall mal gerne einen Hund vielleicht. Und ja, und noch mehrere Hühner und eine Katze. Also ja. Was fressen deine Hühner und Kaninchen am liebsten? Also meine Kaninchen mögen sehr gerne die Erbsenflocken. Und auch so selbstgemachtes Trockenfutter gesundes. Das mögen sie sehr gerne. Und die Hühner lieben einfach Mehlwürmer. Das ist so ihre Leibspeise. Und Reis und Nudeln mögen die Hühner auch sehr gerne. Was schmeckt deinen Kaninchen und Hühnern gar nicht? Also, bei den Kaninchen, die mögen eigentlich alles ziemlich gerne. Die haben jetzt nicht so, was sie gar nicht fressen würden. Nur halt die Sachen, die sie nicht fressen dürfen. Und ja, die Hühner haben eigentlich auch eher so Sachen, die sie eigentlich... Eigentlich mögen die Hühner eigentlich alles, bis auf halt so ein paar Sachen, die sie halt nicht fressen können, weil sie zu hart ist. Zum Beispiel, wenn sie Brot bekommen, das ist zu hart oder so, dann fressen die das halt nicht, weil das gar nicht zerteilen können. Aber ansonsten sind die Hühner sehr gefrissig, vor allem die Fee. Beschreibe dich in drei Wörtern. Also ich würde mich mal beschreiben, ich bin lustig, würde ich sagen, und abenteuerlustig und tierlieb, würde ich mich beschreiben. Und jetzt kommt auch die Sita, wie sie mich in drei Wörtern beschreiben würde. Ich würde die Lena als sehr hilfsbereit, sehr aufgeschlossen und... Und sehr witzig beschreiben. Was würdest du gerne einmal werden? Also, ich würde sehr gerne was studieren und zwar entweder Biologie, Veterinärmedizin oder Medizin. Ich glaube, am liebsten davon würde ich sogar Veterinärmedizin machen. Der einzige Struggle, den ich da habe, ist einfach, dass ich dann nach Wien müsste und ich komme halt ganz und gar nicht aus Wien. Und ja, ich ziehe halt nicht so gerne um und so, aber ich glaube, ich studiere Veterinär, würde ich sagen. So, und wir wollten uns jetzt auch verabschieden von dem Video, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Klickt gerne auf meine anderen Videos, die ich euch hier einblende. Und noch einen schönen Tag. Tschüss, Baba. Baba, tschüss.